Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator. Wie wir sehen ein Auto, das hier rumhängt. Deshalb muss ich das mal ganz kurz hier. Ich glaube, Rudi haben wir gut gefüllt letzten Mal. Genau. Machen wir auch gleich wieder. Wir stehen in der Nähe der Tanke. Ich mache kein Turbo rein. Braucht so viel Sprit. So. Ja. Scheint mir der einzige zu sein, ne? Der stört. Hier liegt zwar auch einer, aber der ist nicht störend. So, pass mal auf, ich fahre jetzt einfach mal rückwärts bis hierhin. Da sollte ich eigentlich auch abladen können, ne? Genau, das ist das Gute. Man kann auch hier in der Wüste einfach so abladen. Ich mache den jetzt trotzdem weg. Falls die hier in Bredouille geraten. So, jetzt fahre ich mal vorwärts, weil der gerade da kam. So, stellen wir den wieder dahin. Lager, wartet jemand? Ja. Gut, fertig. Noch schnell. Hallo? Hab ich doch gerade weggemacht. War das zwei? Das finde ich aber weird. Wie heißt das heute, ne? Neudeutsch. Bin ja schon froh, dass da keine Kollision ist. So, jetzt haben wir 6000. Frage, zurückbezahlen. Ich würde sagen, ich zahle jetzt das zurück. Halt. Was sagt der Sprit? Auffüllen. Am besten auffüllen. Ich glaube, der Kanister ist eh noch voll. Ich zahle das jetzt zurück, dann habe ich das erledigt. Ich weiß auch nicht warum. Ist nicht voll. Ja. Ach nee. Von wegen, da ist nichts passiert. Da ist ja noch so ein Häufchen. Häufchen Elend. So, reinigen. Ist der reinigt immer noch der. Das ist schon wieder was voll. Moment, Kanister füllen. Als nächstes muss das jetzt zuerst machen. Selbst auf die Gefahr hin, dass da einer wegläuft. Guck mal, wie der schon wieder so schräg da hängt. Das bedeutet nichts Gutes. Das heißt, wenn er sich jetzt wieder an der Tankstelle verfängt, kann ich wieder Reset machen. Aber es ist eine Sache, wo ich sagen muss, hat er Programmierer gut gemacht. Vielleicht fährt er ja gar nicht da rein. Ne? Er fährt da raus. Ja, okay. Dann kann ich ja mal ausnahmsweise wieder da hinten hin. Okay, komm, einmal Gas. Kühlen. So, und so rum. Nehmen trotzdem wieder ein bisschen. Muss ich wieder so weit darüber laufen? Was ist da los? Muss ich gleich wegmachen. Dadurch, weil der jetzt verkehrt rum da rausgefahren ist, blockiert er jetzt hier die Einfahrt. Weißt du, dass das jetzt einen riesen Stau geben würde? Es käme keiner mehr in die Tankstelle, ne? Okay. Oh. Gut.
So, komm, da stelle ich jetzt mal hier hin. Da störst du ja eigentlich auch nicht. Bin direkt bei der Tanke. So. Oh, Maus. Ah ja, macht nichts. Ich hab gedrückt. Jetzt nix. Ja, der ist jetzt schon wieder am Backen, ne? Ach, das ist ganz schlecht. Der steht auf Reinigen und... Das wird wieder nicht funktionieren, ne? Sehe ich doch schon. Die zwar jetzt zum Ausruhen, aber... So, was wollte ich machen? Ihn hier? Oder sie? Einmal kurz drüber und drüber und hin und her. Genau, einmal so, einmal so. Gerne. Vielen Dank für alles. So, ich bräuchte hier einen Lager. Schmatz. Lieferung, Kraftstoff, was kostet er? 2 immer noch. Wie viel haben wir noch? Genug, okay. Ich glaube 1,75 war, glaube ich, das günstigste. Oder war es 1,50 sogar? Ich weiß es nicht mehr. So, das Lager ist jetzt gut voll. Ich muss jetzt tatsächlich erstmal wieder was verkaufen. Damit ich da was reintun kann. Ich weiß gar nicht, was ich da alles habe. Aber ich habe halt viel Platz und habe ich viel günstig eingekauft. Jetzt wird wir wirklich nur mal versucht, das zu verkaufen alles. Jetzt habe ich nachher so Lagerhüter hier drin, die kein Mensch mehr kaufen will. Ja, hätte jetzt gepasst, wenn noch einer da gewesen wäre, aber ist nicht. Die Toilette sieht auch aus wie... Die geht aber recht schnell. Die hat, glaube ich, gemeckert. Da ist noch was. Genau, ich glaube, jetzt ist sauber. So. Da ist wieder einer. Ja, habe ich mir gedacht, dass sie jetzt kommt. Ich muss jetzt erstmal hier durchfahren, das ist ja wieder furchtbar. Wenn ich schon mal hier bin. Spielsachen haben wir, glaube ich, genug. Machen wir ein paar Plüschtiere rein. Teddys haben wir auch. Ich glaube, von denen haben wir sehr wenig drin. So, die Schweinchen haben wir genug. Von denen vielleicht noch. Gut, gute Auswahl, glaube ich. Was da wieder voll wird. So, ja, hier muss ich ja wohl. Mach hier auch noch ein paar rein, dann mal wenigstens. Mal Kauberhüte hier. Da unten ist noch einer. Da sind 2, das ist eigentlich egal, ne? Die blauen haben wir auch über. Nee, hier haben wir die Helme.
Ja, das sind die blauen. Blauen fehlen hier. Ah, komm. Ja, Hüte kann man immer wieder nachkaufen, nur das Problem ist halt. Okay. Hier ist überhaupt nichts Rundes mehr drin. Die Schwarzen sind auch alle. Doch, Runde war noch. Mist, habe ich nicht gesehen. Was denn? Boah. Ich habe gerade eben, glaube ich. Naja, habe ich nicht. Ne, ich wollte. Der Seite habe ich leer gemacht. Hier nicht. Nicht gut fürs Image. Nicht wirklich gut fürs Image. Ne? Soll ich meine George versuchen, wieder reinigen zu lassen? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Angestellte, wie sieht's aus? Wer ist denn da dran? Amelie? Amelie, so, pass auf, dann machen wir erstmal alle bezahlen. Amelie, komm, du bist eh gleich müde. Geh ausruhen. Jan. Aufgabenliste. Geh an die Kasse. Ricardo. Du gehst auch ausruhen. Und Juan, du machst die Autos. Autos reparieren. George, probieren mal wieder, ob das mit dir mit dem Reinigen wieder gut klappt. Genau. Und Opa geht tanken. Sehr gute Aufgabenteilung, die sehr gut funktioniert. Aber ich muss jetzt doch irgendwann mal wieder in die Werkstatt. Dann fahr doch. Wohin auch immer. Guck mal, dein Auto ist schmutzig. Weg. Na, das hast du jetzt davon. Hier einfach wegfahren, dann hau ab, du. Opa. Du brauchst ein Anti-Aggressionstraining. Unbedingt. Ja, ich sollte anrufen. Ich sollte das Geld zurückzahlen. Das waren eindeutig zu viele Sollte. Ich mach's jetzt. So, Kasse läuft. Die Reinigung läuft hier auch. Wieder mal nicht, ne? Keine Ahnung warum. Ich würde das ja gern weitergeben. Ich weiß nur nicht wie. Vielleicht kann man ja da was dran basteln und was machen. Das ist ja ein Early Access und dafür ist die ja da. Um solche Sachen dann. So, habe ich jetzt. Ja, habe ich. Ich habe die 5000 jetzt bezahlt. Ist das nicht schön? So, in der Zeit, in der das da läuft, kann ich was trinken. Ist aber auch kein Problem, wir haben so viel im Lager, als wird jetzt erstmal alles verkauft. Dann ist jetzt die Story quasi vorbei, aber das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Da gibt es noch einiges. This place you've got here is amazing. And you've got all the money? Great, that's mighty kind of you. Best of luck and hope I won't have to comic here all angry and everything. Forget to tell you, boss left you a little something should help you with the little twerk. Go check out your parking area. Peace. Check out the area? Hm. So. Ja, jetzt haben wir keine Aufgaben mehr, außer das, was jetzt an der Seite noch steht. Autos knacken und so. Gut. Weißt du was? Jetzt könnten wir eigentlich mal ganz schnell zumachen. Ist eh gerade keiner da. Durch das. Und hier nochmal ein bisschen aufräumen. Und mal gucken, warum das mit dem George hier nicht funktioniert. Schicken erstmal alle ausruhen. Probieren wir es dann nochmal nachher. Pause.
Der hat schon. Ausruhen, Ricardo. Da steht nichts. Dann wird er auch jetzt mal. Pause. Und George, du machst auch Pause. So, und wir werden jetzt mal gucken, was noch geht. Es geht nicht viel, weil wir haben ja jetzt gar nicht so viel Geld, dass wir hier viel machen können. Wir haben jetzt aber die Schulden bezahlt. Die Panke gehört jetzt völlig uns, ne? So, wir haben eigentlich gut zugemacht. Es ist nämlich jetzt gleich Nacht. Siehst du, hier würde ich nämlich, was heißt hier tut? Keine Ahnung. So, bringen wir erstmal mal hier war, glaube ich, noch ein Stück Stück. Ein Stück Stück, ja, gut. So, dann machen wir das mal gleich so. Da liegt noch Müll. Lass mal zuerst weg. Okay, das ist auch was hier, also wirklich. Ich wünsche mir immer noch ein Aquarium. Da könnte man schön die Fische reintun. Und einen Obstständer. Da können wir die Bananen verkaufen, die hier rumliegen. So, sonst noch was? Ja. Hier haben wir noch Dreck. Machen wir weg. Muss noch irgendwo was sein? Ja, hier müssen wir die Wände streichen. Die fangen ja wieder an zu gammeln. So, dann machen wir wieder eine abwechslungsreiche Farbe rein. Ja, das wird auch den Rest der Folge hier ausmachen, glaube ich. Super. Orientierung gleich 0. Ich wollte mal gucken, was passiert. Aber das ist so weit zu laufen. Ne? Ist ja auch blöd. Aber ich wüsste es trotzdem mal gern. Ob sich das für... Naja, ist mir zu weit zu laufen. Das kostet ja Unmengen von Zeit. So, wie war das hier? Eigentlich sauber, ne? Genau, wir gehen noch runter. Machen die Pumpe noch in Ordnung. Machen die Pumpe in Ordnung. Ist das grammatikalisch so in Ordnung? Hier hatten wir, glaube ich, soweit alles aufgefüllt. Ja, ich kann ja nichts kaufen, während zu ist. Denn der kommt dann zwar, aber ich kann nichts ausladen, der fährt dann weiter, ne? Egal, wir füllen jetzt trotzdem alles mal auf, was wir noch haben. Gucken dann, was wir brauchen. Wahrscheinlich. Ne, ich muss gucken, ich habe ja das Lager so voll mittlerweile. Ich erstmal alles einfüllen muss. So, was fehlt denn hier an Snacks? Alles Grüne ist noch da. Valerie und Fallera. Dann machen wir mal Blau rein. Das sind die schon mal weg. Du lieber rein. Die auch. Aber ich denke, wir haben jetzt Mix drin. Zeitungen. Da gehen auch ein bisschen was rein. 2, 3, 4 mittlere. 5. Wow. Alle Sorten. So, 5, 3, 4. Okay, waren alle. So, 1, 2, 3, 4. 6. So ist das doch schön, ne? Sag mal.
Alk. Oh, da haben wir das teure Zeug. Das machen wir mal ein bisschen mehr rein. Weil das teure Zeug, das ist was wir so viel haben, wollte ich sagen. Gut. Weil ich könnte mir vorstellen, dass zeitnah der Partybus wiederkommt. Deshalb wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich kann die Werkstatt jetzt eh noch nicht aufrüsten. Es könnte nämlich passieren, dass wenn ich jetzt alles streiche, dass dann alles wieder dahin ist. Ich gehe jetzt noch runter. Ich hoffe, der wird jetzt nicht heute kommen. Obwohl, er kann ruhig heute kommen. Ich mache dann schnell wieder auf. Ja, ja. So, ja. Die Folge wird dann gleich erledigt sein. Vielleicht mache ich doch noch auf. In der Zeit können sich dann alles wieder sammeln hier. Wie sieht's aus? Irgendwas muss noch irgendwo sein. Also einer auf jeden Fall noch. Na? Lecker Brühe. Haben sie auch gut hinbekommen, ne? Wo liegt er denn? Da. Gut, das war's, ja. So, schnell wieder hoch. Ich hoffe, wenn der jetzt wirklich kommen würde und ich aufmache. Wie viel haben wir? 1.03 Uhr. So, Waschhalle ist okay. Lager auch gut. Hier ist alles sauber. Streichen werde ich jetzt noch nicht. Das mache ich dann, wenn ich die Werkstatt noch einmal aufgerüstet habe. Kann ich noch irgendwas aufrüsten? Muss ich noch mal gucken. Carwash. Carwash ging, kostet tatsächlich 8.000. Nicht genug Geld. 8.000. Es könnte sein, dass wir es dann geschafft haben. Warehouse 4.000. Und Level der Tankstelle. Die Werkstatt könnten wir tatsächlich auffüllen. 850, das ist ja nicht viel. Zündkerzenwechsel, komm, das hauen wir rein noch. Das kriegen wir mit. So. Kunden bedient. Herausforderung, ja, das läuft jetzt ab. Tut mir leid. Was gibt's für eine Belohnung? Was steht da? 40. Schade. Warehouse 4000. Level der Tankstelle, ist klar. Workshop haben wir gerade. Workshop. Kühlmittel und plus ein Reparaturplatz. 2300 haben wir noch. Nee. Ich würde sagen, wir machen erst das. Da haben wir genug zu tun. Wir haben im Moment relativ viel Kraftstoff drin. Ich gucke aber erstmal, was er kosten würde. 2 Dollar. Na gut, jetzt noch zu warten bis morgen ist eigentlich Quatsch. Was meint die Uhr? 6 Minuten. Dann machen wir wieder auf. Deko kaufen wir jetzt auch keine. Das bleibt uns später noch erhalten. 3.17 Uhr. Jetzt warten wir erst, bis alles soweit sich wieder eingependelt hat. Und dann stellen wir die Leute wieder ein. Ne? So, wir haben alles sauber. Glücklicherweise machen wir hier nichts dreckig. Ja, hier müssen wir überall nachher. Da gibt es wieder eine neue Farbe. Es gibt ja dann auch neue Farben, ne? Die Brille nicht aufgefüllt, doch.
Jetzt haben wir ja auf. Das heißt, wir könnten kaufen. Na, Eiscreme müssen wir erst noch alle wegschaffen. Zigaretten haben wir genug. Hüte auf jeden Fall. Plüschis hatten wir aufgefüllt. Warten wir noch. Spiele warten wir auch noch. Wären es praktisch nur Hüte, ne? Ja, ich habe jede Menge gekauft. Guck mal hier, was hier überall drin ist. Das hier sieht aus, als, ne, sieht nur so aus. Ja, ja, deshalb haben wir auch so ein Riesenlager. Dann kaufen wir Hüte. Hüte ist okay. Es geht wieder los. Kaufen einfach nur Hüte. Zwei von jeder Sorte, damit wir auch die Auswahl haben. Ne? Weil das fehlt mir, dass ich einzelne Sachen hier kann reinmachen. Das fehlt mir noch. Gerade bei den Hüten und bei den Spielsachen. Ist aber egal. So, Tanke ist da. Jemand in der Werkstatt schon? Ne, neue E-Mail. Gucken wir noch rein. Steht aber, glaube ich, nur drin, dass wir bezahlt haben. So, Kunden bedient. 40 Kunden. Wir gucken noch schnell die E-Mail und dann kann wieder jemand an die Kasse. Ach Gott, großer Gefallen. Autos knacken, ja, das war eben, ne? Ich den Hauch in der Ahnung. Ja, das sind so Dinger. Künstler. Ja, das ist, glaube ich, durch die. Ich will das jetzt nicht alles lesen. Überweisung erledigt. Ich habe ja jetzt hier. Werden wir auch dann als nächstes ausprobieren. Da kann ich hier Sachen. Hä? Ach, das geht auch so. Egal. Ja, das ist ja schön. Das was gekostet. So, Moment. Angestellte. Wir fangen an mit Jan. Ich habe das Gefühl, dass nachher die und Kuren bezahlen. Ja. Sprich mit Jan und du machst die immer noch die Kasse. Juan, du machst die Autos, glaube ich. War das richtig? George, du probierst es nochmal mit sauber machen. Genau. So, und Opa probiert sich am Tanken. Müssen jetzt mal gucken. Ich denke, dass morgen der Sprit unter 2 Euro geht. Sind wir hier bei Dollar? Wir sind bei Dollar. Waschhalle ist jemand. Ich habe die Hüte bestellt. Dann reicht das von der Zeit her eh nicht. Dann machen wir erst die Hüte weg. Und ja, da haben wir eh gleich wieder. Folgenende. Räumen wir die Hüte noch weg, machen das Auto noch sauber und dann ist Feierabend. Ja, wir haben das Lager voll. Das sollte eigentlich alles kein Problem sein. Wir haben ja vollen Wasserdruck.
Okay. Kohle wächst wieder. Ja. Ich switche in die nächste Folge. Ich bedanke mich schon mal fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, kleine Rückmeldung, kleiner Daumen oder ein Abo oder ein großer Daumen. Gerne auch einen Kommentar, ob euch das gefällt, was ich hier tue. Oder ob es zu langweilig ist oder ob ich zu wenig oder zu viel oder was weiß ich. Freue mich über jede Anregung, jede Anmerkung, die konstruktiv ist. Konstruktive Kritik bedeutet für mich eine Verbesserung. Deshalb wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Gamer. Ciao.